Die Lebensgestaltung von uns Frauen hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten stark verändert. Viele Frauen gehen arbeiten, Vollzeit und Teilzeit. Und trotzdem sind uns die alten Aufgaben, die uns in die Wiege gelegt wurden, noch geblieben. Wir müssen den Haushalt machen, die Kinder erziehen, unsere Eltern pflegen. Zudem sind viele Frauen ehrenamtlich engagiert. In Vereinen, in der Kirche oder anderen sozialen Projekten. All diese Aufgaben unter einen Hut zu kriegen, ist manchmal ein kleines Kunstwerk. Einige junge Frauen ziehen für ihre Ausbildung oder ihr Studium in eine größere Stadt. Doch was brauchen Frauen, egal welchen Alters, um hier bei uns auch in Zukunft gut und gerne leben zu können? Als Frau in den besten Jahren gehöre ich nicht zu dem alten Eisen, denn ich bin aktiv. Auch als Mädchen möchte ich den Freiraum haben, mich ausprobieren zu können, ohne bewertet zu werden. Ich wünsche mir eine Berufsberatung, die meine Perspektiven als Frau in den Blick nimmt. Als ältere Frau möchte ich mich ein Teil der Gemeinschaft fühlen und meine Erfahrungen teilen. Wenn meine Kinder aus dem Haus sind, orientiere ich mich neu und suche neue Herausforderungen. Für unsere Familienaufgaben wünschen wir uns eine erleichternde Infrastruktur. Dabei ist mir die Vereinbarkeit von Familie und Beruf besonders wichtig. Als junge Mutter wünsche ich mir im Dorf Angebote für mein Kind und mich. Sind das Themen, die dich als Mädchen oder Frau auch beschäftigen? Oder was schwirrt dir sonst so im Kopf herum? Was läuft hier bei uns schon richtig gut und an welcher Stelle klemmt es manchmal noch ein bisschen? Was brauchst du, damit du hier bei uns auch in Zukunft gut und gerne leben kannst? Bring auf den Tisch, was dich bewegt. Bei der Zukunftskonferenz der Frauen aus den Gemeinden rund ums Pulvermaar. Wir werden Ideen entwickeln, Initiativen anstoßen und neue Strukturen in die Wege leiten. Also, deine Meinung ist wichtig. Wir sehen uns am 19. und 20. Oktober in Gillenfeld. Bis dann!